Ik ben de onderbaar man. Ik ben die onderbaar vrouw. En zo hard wie steunt. Du siehst mij niet. Oh, wenn du hörst den Sound, dann weißt du Bescheid. Ich heiße dich herzlich willkommen zu dem Let's Play von Invisible Ink. Und du hast gewählt, da gehört dazu. Ich bin der unsichtbare Mann, zick, ich bin die unsichtbare Frau. Und jetzt höre ich lieber auf, weil so dreht sich dann der Freddy noch im Grab um und ich komme links und rechts von der Queen Eyes an die Backen über. Aber jetzt ist fertig gesungen, jetzt kümmern wir uns endlich mal ums Richtige, nämlich wir starten mit dem Let's Play. Und es hat ja eine Abstimmung gegeben, mit welchen Agenten, dass ich da soll spielen. Zu dem werde ich aber später kommen, denn wenn es nämlich darum geht, die Agenten zu wählen. Ich kann nur so viel sagen, jetzt schon, es ist ein hauchdünner Entscheid gsi und es hat sogar einen Losentscheid geben, so mehr oder weniger. Aber das eben, wie gesagt, später. Zuerst noch kurz etwas anderes, weil es gibt ja immer noch Leute, die vielleicht das Spiel auf Englisch spielen. Und ich werde dir kurz zeigen, wie dass man das kann auf Deutsch machen. Weil es gibt dann nämlich unter den Optionen beim Gameplay so ein Slot, oder wie sagt man dem? Ja, irgendhalt so ein Teil, wo man die Sprache auswählen kann. Und damit du das Spiel kannst auf Deutsch spielen, ist es gut, wenn du im Workshop, gehst schauen. Ah, schau da, das German Language Pack kommt mir gerade. Da gehe ich doch gerade da drauf. Und das musst du halt hier einfach abonnieren. Übrigens, danke vielmal, lieber Silas Coldfire, dass du dir die Mühe gemacht hast, das Spiel zu übersetzen. Ich find's wahnsinnig nützlich und ich find's auch recht cool. Da wird noch einmal beschrieben, wie dass man das machen kann, aber ich tue das jetzt einfach kurz zeigen. Eben, du hast es hier abonniert, natürlich, zack, zack, und dann gehst du zurück zum Spiel, hallo, gut, und machst hier aktualisiere Mods, drücke ich jetzt nicht, aber du musst dann das drücken, und dann kannst du auf das Pfeili drücken und der German V1.3 setzt dir dann hier anzeigen, den kannst du anwählen, akzeptieren, das Spiel abstellen, ausloggen und noch einmal neu starten und dann hast du alles auf Deutsch. Einfach so schnell, dass ich das erwähnt habe. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt, den ich noch unbedingt schnell erwähnen will. Und zwar, wie gehe ich vor bei dem Let's Play? Es ist ja so, da ich nicht genau weiss, wie lange das ich brauche für die Missionen, werde ich jede Mission am Stück gerade durchzocken und auch aufnehmen. Ich kann dir aber garantieren, dass du die nicht auf einmal wirst sehen. Nein, ich werde die zerstückeln und in mehreren Teilen dann online zur Verfügung stellen. Und es kann dann auch noch sein, dass du darfst mitbestimmen, weil irgendwann ist die Mission dann auch fertig und es gibt neue Missionen, wo man dann kann schauen kann, ob man dort hingeht oder will dort den Tresor ausrauben oder will ins Kybernetiklabor oder Umerziehungslager und so weiter und so fort. Und dort hast dann du sicher wieder die Möglichkeit zu sagen, wo die Reise soll hingehen. Und sonst tue ich dann halt einfach willkürlich so spielen, wie ich sonst spielen will. Und jetzt wollte ich endlich mal anfangen und wir starten eine neue Story. Und da kommen wir gerade zum nächsten Punkt, den ich noch schnell zeigen will. Weil wir könnten da natürlich ganz easy auf Beginner spielen mit 5-mal zurückspulen oder auf Erfahren mit 3-mal oder auf Experten mit nur einmal zurückspulen. Das machen wir aber nicht. Wir gehen hier auf den benutzerdefinierten Knopf und tun hier ein paar Sachen einstellen, so wie wir es wollen. Wir tun nämlich nur 2-mal zurückspulen. Ah, das geht gar nicht. Ah, dann lassen wir halt 3-mal, weil einmal ist mir eindeutig zu wenig bei dem. Das Level wiederholen lassen wir draussen, das lassen wir drinnen, Kampagne lassen wir auch drin. Energie 10 ist gut, Alarmstufe normal lassen wir auch. Da könnten wir natürlich jetzt noch einfach machen, aber nein, wir wollen ja eine kleine Herausforderung. Und du siehst, wir können ja hier so viele Sachen einstellen. Das ist unglaublich. Wir könnten zum Beispiel hier mehr
Wachen machen oder weniger. Machen wir aber natürlich auch nicht. Wir könnten uns mehr Geld zur Verfügung stellen oder weniger, nur die Hälfte. Machen wir aber auch nicht. Ich will das Spiel nicht einfach noch schwieriger machen, als es sonst noch ist, weil ich will dir ja zeigen, wie die Geschichte ausgeht rund um Incognita. Was ich aber gerne würde verändern, ist der Zeitangriff-Modus. Nein, sorry, kann ich eben nicht. Ich könnte da schon auf 2 Minuten machen oder auf 1 Minute. Mein Problem ist aber, dass ich zwischendurch vielleicht irgendwelche Sachen wird hören, während ich am Zocken bin. Und wenn ich so etwas höre, dann bedeutet das, dass ich muss weggehen vom Computer und irgendwie mal schnell schauen, ob mein Kind einen Nuki braucht oder was, die Windeln muss wechseln werden oder was auch immer. Und darum würde ich wahrscheinlich bös zweite machen, wenn ich da würde den Zeitangriff-Modus installieren. Ich lasse mir das aber offen für ein Let's Play, wenn dann meine Kinder mal älter sind und ich pensioniert bin. Oder so. Gut, wenn wir mehr Saves, wenn wir weniger Saves, nein, wenn wir auch nicht. Aber was ich gerne will, ist mehr als 10 Räume. Ich weiss, durch das wird das Spiel auch wieder schwieriger. Ich mache aber sicher auch nicht 20 Räume, weil das wird viel, viel zu gross. Nein, wir machen 14 Räume, weil ich finde das einfach eine schöne Zahl. Und darum tun wir pro Mission 14 Räume durchleuchten, anstatt standardgemäss 8. Das heisst, ich ziehe das Spiel noch ein bisschen künstlich in die Länge und wir starten jetzt darum, so wie es ist, das Let's Play. Get to the main server, collect the data and get out. No detours. Copy that, Central. Proceeding to target. Ja, ich weiss, es ist ein wahnsinnig cooles Intro. Mir gefällt es auch und ich finde es auch ein wahnsinnig spannendes Intro und ich finde es auch ein geiles Intro. Aber, weil die Maus jetzt da sowieso mitten im Zeug innen ist, wenn du das Intro willst sehen, empfehle ich dir, mein Erklärungsvideo vom Gameplay zu Invisible Inc. anzuschauen. Dort erkläre ich auch noch, um was es eigentlich geht. Und darum breche ich das jetzt hier einfach ab. Bevor es explodiert. Also, da sind wir jetzt beim Team, wo wir uns können auswählen können. Und wie gesagt, du hast ja die Möglichkeit gehabt, liebe YouTube-Welt, auszuwählen, welche zwei Agenten das ich soll in diesem Let's Play spielen. Und ja, es war wirklich hoch dünn gewesen. Es hat eine Person ganz klar gewonnen und ist dabei. Und das ist der Brian Decker aus L.A. Hi, I'm Decker, Brian Decker, und ich bin hier der Chief of Infiltration. Ja, und beim zweiten Agent, also der mit der zweitmeisten Stimme, dort sind es dann auch gerade zwei gewesen. Das heisst, der zweite Platz ist mit zwei Agenten besetzt, die gleich viele Stimmen bekommen haben. Und das sind einerseits der Sharp auf dieser Seite und die Prism. Jawohl. Und weil beide Agenten gleich viele Stimmen bekommen haben, muss jetzt hier ein Stichentscheid hängen. Und ich habe beschlossen, den Stichentscheid so zu machen, so richtig oldschool und klassisch, random.org hin oder her. Ich zoome jetzt mal rasch raus in die reale Welt und du siehst da einerseits der Sharp als blauer Barbapapa dargestellt und rechts siehst du die Prism als grüne Barbapapa dargestellt. Übrigens, Barbarix heisst er und sie heisst Barbaletta. Nein, warte, Moment schnell. Sie ist, glaube ich, Barbalala. Egal! Die Violette habe ich eben leider nicht mehr gefunden, die hat meine Kinder irgendwo reingeshootet. Item, wo sind wir gewesen? Ah ja, genau. Wie tue ich das jetzt auslösen? Wir machen das ganz klassisch mit einem Würfel und ganz einfach die ungeraden Zahlen gelten für den Sharp und die geraden Zahlen für die Prism. Also 1, 3, 5, wenn das fällt, nehme ich den Sharp, 2, 4, 6 und Prism muss daran glauben. Ja, das Resultat hast du gesehen. Super, also wir haben unsere zwei Agenten.
Die Würfel sind gefallen und darum spielen wir mit The Prism und einem Decker die ganze Story von Invisible Ink durch. Und ich hoffe natürlich, dass ich das auch schaffe, aber ich bin überzeugt davon, du wirst mir helfen, du wirst mir den Weg weisen. Und ich tue jetzt aber noch hier entscheiden, was für Programm das ich für Incognita installiere. Da ich ja einen sehr temporeichen Mann habe und eine Anarchistin dabei habe, die plus eins Energie produziert, nehme ich, das ist nur quasi 4% weniger, oder ich nehme den Dynamo, nein, machen wir nicht, das wollte ich nicht, ich nehme glaube Fusion, nein, wollte ich nicht, ich nehme den Seed, einfach, dass ich ein bisschen gratis kann, Mainframes oder Firewalls hacken. Dafür nehme ich da nicht den Dietrich, wo mir jedes Mal 2 Energie kostet. Nein, ich mache mir das Spiel ein bisschen schwieriger und nehme den Parasit. Das wird nämlich lustig. Mit dem Parasit muss ich immer ganz gut schauen, wie können wir vorgehen. Und dann würde ich doch sagen, fangen wir an. Ja gut, das haben wir ja gesehen, oder? Ich bin bereit. Ich hoffe, du bist es auch. Operator, are you there? Ja, bin ich. Good. I was afraid you didn't make it out. Ja, ich weiß, aber wir sind rausgekommen. Most of our agents have been captured or killed. Ja, ich weiß, viele sind gefangen worden oder getötet. How the corporations found us, but ja. You can bet they won't give up. Wir haben keinen Stutz mehr. The jet stealth rig should keep us hidden if we keep moving. But Incognita can't survive long on backup ja, power. Wir haben 72 Stunden Zeit, höchstens, weil sonst wird man Incognita ablecken. Ich weiß. If that happens, we may as well just crash this thing into the ocean. You've never seen the inside of a corporate deprogramming chamber. I won't see the inside of another. Incognita is scanning for targets of opportunity genau. Where we can replenish. Sie erzählt mir jetzt da irgendwelche Sachen, dass ich soll unbedingt schauen, dass ich mehr Missionen kann aufdecken oder mehr Informationen kann rausholen aus den verschiedenen Firmen. Und darum drücke ich da jetzt mal OK. Da siehst du noch einmal. So fangen wir also an. Und ja, wir gehen los. Was hat eigentlich Prism? Die Standardwaffe. He? Jawohl, beide haben die Standardwaffe. Sie hat die Ablenkung und du hast die neurale Vernetzung plus Tarnvorrichtung. Yeah, cool. Also, die erste Mission ist eh immer die gleiche. Da gibt es nichts zu bestimmen, nichts zu machen. Nein, wir gehen gerade in die Firma FTM. Ja. Und executives are notoriously slack when it comes to network security and their terminals are full of interesting information. Genau. We found a lightly guarded executive complex here. Get in, find the computer and steal their contact list. Then we'll have our pick of future targets. Genau. Also, wir gehen rein und suchen den Computer und stellen dort die wichtigen Informationen, damit wir noch mehr Missionen überkommen. Und darum fangen wir jetzt endlich mal an. Wir sind inexpound. Bad news, Operator. Oh nein, schon am Anfang. By surprise, so we have no firepower with us. The guards' weapons are gene-coded to their owner and useless to us. We're going to have to make do with what we can find along the way. Genau, wir machen das Beste draus. Security grid. You should be somewhere near the target, but you'll need to look for it. Get the list and find a transport pad to escape. But genau. Be quick about it. They noticed a disturbance when we ported in and their alarm level is already rising. Ja, ja, die Firmen sind halt, die Firma ist eben gut bewacht und weiss, dass wir da sind oder dass irgendetwas komisch ist, weil wir ja einfach inexpawned sind. Und wir lokalisieren den Vorstandsterminal, um Infos zu bekommen und schauen, dass wir den Lift finden, damit wir lebend können entkommen. Die sekundären Missionsziele sind natürlich auch gut, weil wir sind immer auf Geld aus. Und weil ich jetzt da gerade mal eins führen kann, nehme ich da auch gerade die Konsole mit, zum Energie aufladen. So, und jetzt sind die Agenten ja irgendwie nicht einfach ja da im Raum und reden nicht miteinander. Nein, die müssen ja irgendwie kommunizieren, die müssen sich irgendwie absprechen, wer geht wo durch, dass sie nicht beide das Gleiche machen. Und darum habe ich mir überlegt, die haben irgendwie so halt eine Maschinerie erfunden, wo sie ihre Gedanken können übertragen, dass jetzt zum Beispiel der Decker sagt, okay, Babe,
Ik schau mal da vorne nach und schau hier rein, was hier los ist. Okay, Luft ist rein. Ich geh da mal rein und du kannst ja zum Beispiel zur anderen Tür gehen. Okay, Decker. Und dann läuft jetzt die eben vielleicht dort über, denn, wenn sie findet, so, ja, ist okay, der Decker hat eigentlich noch recht. Ja, läuft dort über und schaut durch die Türen durch und sieht, dort hat es eine Kamera, ja, no, ah, dort hat es noch etwas anderes, ja, no, okay, schauen wir einfach weiter. Moment, jetzt muss ich da schnell schauen, oh, ich muss da aussen rumlaufen. Ja, dann laufen wir halt da aussen rum, komm, geh mal rein. Hey, Decker. Ich hoffe mal, du hast deine Flaschen oben liegen gelassen. Nicht, dass du hier rumklimperst und die Wachen uns hören. Oh, Babe, ich kau nur noch Kaugummi. Okay, aber schließ die Tür hinter dir. Ja, geh mal da rein und wir gehen in die nächste Runde zum Schauen, was läuft. Und ich muss da schnell... Oh, shit. Dort tönt's nach viel Schritt. Ja, ja, wir wissen, der Sicherheitslevel steigt. Wenn ihr weisst, was das bedeutet, dann schaut doch einfach mein anderes Video. Ja, wir nehmen Prism und gehen mal da rein. Jetzt sind ja beide auf eigene Faust unterwegs, schauen da durch und ich sehe nichts. Soll ich die Türen auftun oder soll ich noch warten? Ich warte. Jetzt weiss ich, da ist sicher irgendjemand, aber der Decker spät mal rein. Und da ist einer genau vor der Tür. Ich weiss, du wirst nicht reinkommen. Darum gehe ich jetzt schnell da rein und schaue noch da durch, was da ist. Nicht. Jawohl, dann gehen wir da rein. Falls der andere ja gleich noch auf die blöde Idee kommt, rauszukommen, machen da die Türen zu und gehen weiter. Hey, Babe, hast du schon was gefunden? Nein, Decker. Und du? Nein. Ja, in dem Fall. Schauen wir mal weiter. Wir suchen immer noch zwei Räume. Im einen Raum muss ich den Vorstandsterminal entdecken und im anderen Raum gilt es den Lift zu finden, dass wir wieder können entkommen. Lebend, natürlich, das ist ja das Ziel. Gut, jetzt gehen wir doch da einfach mal rein. Ja, und wir sehen nichts, ja, Tür zu und gehen weiter. Schauen da mal rein. Sehen auch nichts. Wunderbar, super. Dann können wir ja da den Parasit auf den Tresor schmeissen und wir warten einfach noch eine Runde, bis ich dann den oder dort das Geld ausrauben kann. Da wird's heikel. Wir gehen aber mal rein. Gehen wir noch führen. Oh, was ist denn das? Ah, sekundäre Server Terminal. Aber weisst was? Das bringt mir leider gerade gar nichts, weil ich habe 500 Stutz und ich bräuchte viel mehr Stutz, um da durchzukommen, um das können hacken, besser gesagt, um da können etwas profitieren davon, weil da könnte ich Ausrüstung kaufen. Wäre natürlich cool, wäre natürlich geil, aber, Decker, ich brauche Kohle, kannst du irgendwie besorgen? Okay, Babe, ich schau mal, was ich tun kann. Aber es wird eh nicht länger. Mit 500, da komme ich vielleicht 200 über, wenn es gut kommt. Mit 700 kann ich nichts kaufen. Aber wir schauen gleich rein. Weil ich wollte wissen, was dort innen steckt. Und stand mal einfach gerade da rein. Gut, mit dem Decker kann ich nichts mehr machen. Gehen wir in die nächste Runde. Und da laufen sie wie wild um. Also da ist irgendwie ganz, ganz viel los. Und da habe ich plus 1 Energie bekommen. Sehr gut. Also, aber der Decker muss jetzt da zuerst mal schnell Stutz holen. 150 hat es gegeben. Ist also nicht gerade besonders viel. Und jetzt gehen wir da einfach gerade rein. Yes! Hat Glück gehabt. Ist nichts passiert. Wir nehmen da 3 Energie mit. Und ja, die hinteren 3 kann ich dann auch noch holen. Aber jetzt können wir ja da zuerst mal schauen, was uns das sekundäre Terminal bringt. Das sehen wir dann auch erst in der nächsten Folge wieder, weil wir beenden da den ersten Part in der ersten Mission. Und es würde mich freuen, wenn dann du den zweiten Part von dieser ersten Mission auch schaust. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du jetzt dabei gewesen bist, mitgemacht hast und auch Däumen verteilst. In dem Sinn, ich bin mich selber. Cheers!